Hallo Leute, ja, heute habe ich mal auf Ginger eine Reitstunde und meine erste auf Ginger. Und ja, ich würde euch ein bisschen mitnehmen und dann würde ich sagen, bis gleich. Ich werde gleich erstmal die Box misten und sowas. Und die Besitzerin kommt auch, um mir zu helfen, voll nett. Und ja, bis gleich. Tschüss. Hallo Leute, ich wollte euch ein kleines Statement zu der Reitstunde geben. Und ja, vorab, ich war danach so, so müde, dass ich zu Hause direkt eingeschlafen bin, weil es halt sehr anstrengend war. Und deswegen hatte ich halt danach nichts mehr gedreht und kein Statement da dann gegeben, weil ich einfach zu müde war. Und ja, genau. Die Stunde war, wie gesagt, sehr anstrengend, weil Ginger halt auf dem Platz in der Halle nicht so motiviert ist und dann gerne stehen bleibt, Kopf runterreißt, die Zügel aus der Hand, Arsch hebt, steigt, rückwärts geht. So richtig kleines Assi-Pony. Ist halt eine Ponystute, ne? Also Sturkopf vom Pony und Zicke von der Stute. Ja, aber die Reiterin hat super Tipps gegeben. Es hat mir sehr gefallen. Und an dem Tag war auch der Galopp, muss ich sagen, sehr gut. Nur, Leute, achtet bitte gar nicht auf meinen Sitz. Mein Sitz ist absolut grausam. Mein Sitz muss noch mehr geschult werden wieder mal, weil da sich sehr viele Fehler eingeschlichen haben und dann muss es halt alles wieder bearbeitet werden. Deswegen habe ich ja die Reitlehrerin auch geholt, damit ich mich verbessere im Reiten und alles und wir besser miteinander klarkommen. So, gleich sieht man auch nochmal, was ich meinte mit diesem Zicken. Da bleibt sie stehen, sperrt sich einfach, tippelt ein bisschen rum, zieht den Kopf nach unten, zieht mir die Zügel aus der Hand, geht rückwärts. Und dann musst du dir halt von hinten kommen, ein bisschen scheuchen und ja, genau. Aber naja, daran wird gearbeitet und dann ciao.